Eine Sturmfront ist im Anmarsch und wir schauen uns mal an, wo es brenzlig wird. Gleich schon mal vorab die Info, am Donnerstag tagsüber noch nicht, aber in der Nacht zum Freitag, da kommt wirklich ein Sturmtief auf uns zu. Aber schauen wir zunächst mal auf den Donnerstag, da sieht es auch sehr ungemütlich aus, aber weniger wegen Sturm, sondern eher durch ein neues Regengebiet, was hier von Südwesten nach Deutschland reinzieht. Hier ist so ein relativ freundlicher Streifen von der Nordseeküste bis nach Brandenburg. Und wiederum im äußersten Nordosten, da gibt es auch weitere Regenfälle, meistens in Form von Schauern. Die aufsummierten Niederschlagsmengen für den Donnerstag zeigen eben auch genau diese Schwerpunkte. Das ist zum einen hier über dem Westen und der Mitte Deutschlands der kräftigste Regen. Ganz im Süden sind wir noch so ein bisschen außen vor. Da wirkt das Lee der Alpen so ein bisschen regenmindernd, vom Schwarzwald mal abgesehen. Hier ist dieser Streifen, wo kaum was passiert und dann wieder etwas mehr Niederschlag im Norden und im Nordosten. Das bedeutet für den Vormittag, da haben wir hier an der Ostseeküste auch noch kräftige Böen mit den Schauern. Dann kommt hier dieser etwas freundlichere Streifen diagonal von Ostfriesland bis Richtung Erzgebirge und Brandenburg. Und im Südwesten gibt es auch noch ein paar Wolkenlücken, aber es zieht schnell zu und das bedeutet, am Nachmittag zieht dann dieses Regenband rein. Dann schließen sich generell im Süden die letzten Wolkenlücken. Im Norden geht es leicht wechselhaft weiter und weiterhin trocken, etwa von Niedersachsen bis nach Nordhessen. Sonnenstunden gibt es auch hier am meisten, bis zu 5. Ansonsten ganz im Norden und ganz im Süden nur wenig Sonnenschein. Die Temperaturen immer noch leicht überdurchschnittlich für die Jahreszeit. Am kühlsten im Norden Schleswig-Holsteins mit 6 Grad, ansonsten bis zu 13 Grad am südlichen Oberrhein. Und dann wird es spannend. Dann kommt eben die Nacht zum Freitag. Und wir sehen hier wirklich dieses kleine, giftige Tief, wie es einmal so von Nordfrankreich über die Mitte Deutschlands ostwärts zieht. Und an der Südflanke, also Baden-Württemberg, später auch Bayern, da sind wirklich Böen zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde dabei.